Wenn es eine Marke gibt, die bis jetzt nicht auf den Zug der Elektromobilität aufgesprungen ist, dann ist es Mazda. Doch das ändert sich jetzt mit dem MX-30, einem Elektro-SUV-Coupé-Crossover. Nach einigen Mild-Hybriden geht Mazda mit dem MX-30 den nächsten Schritt. Das erste batterieelektrisch angetriebene Auto ist bewusst einfach designt. Unnötige Sicken und Kanten sucht man vergebens. 4,40 Meter lang, 1,80 Meter breit und 1,56 Meter hoch reiht sich das Elektro-SUV in die Kompaktklasse ein. Mazda will mit dem MX-30 also angreifen. Ich mache heute mal den Vergleich gegen den Benzinerbruder CX-3. Dieser ist 12 cm kürzer, ebenfalls schmaler und flacher. Auch der CX-3 kommt im sogenannten Kodo-Design ohne unnötige Ecken und Kanten daher. Dennoch wirkt er robuster und wuchtiger. Noch größer ist die Ähnlichkeit zum CX-30, sowohl optisch als auch von den Abmessungen. Der Verbrennerbruder ist exakt genauso lang und breit wie der MX-30. Mangels Akku im Unterboden baut er etwas flacher. Ich finde ja, das Design hier ist deutlich extrovertierter als beim CX-3. Und das wird deutlich beim Türkonzept. Da gehen sie eigene Wege. Ob das gut oder schlecht ist, kläre ich später. Zuerst geht's mal zum Kofferraum. In den CX-3 passen 350 bis 1260 Liter Gepäck. 430 bis 1406 Liter packt der größere CX-30 weg. Muss man beim Elektro-Pendant Abstriche machen? Kurzer Blick in den Kofferraum und keine elektrische Heckklappe. Finde ich gut. Man blickt hinein und sieht 366 Liter Kofferraumvolumen. Das ist so Golfniveau. Wenn man alles umklappt, hat man 1170 Liter. Das sind rund 100 Liter weniger als in einem CX-3. Und auch bei der Zuladung muss man Abstriche machen. Hier darf man maximal 460 Kilogramm, 463 Kilogramm genau mitnehmen. Das sind rund 54 Kilogramm weniger als in einem CX-3. Das sind aber viele Daten und Fakten. Aber das ist ja nicht alles. Fahren will ich, und zwar jetzt. Mazda setzt beim MX-30 auf einen Wechselstrom-Synchronmotor. Maximal 271 Newtonmeter Drehmoment liegen an der Vorderachse an. Mal drauf treten aufs Fahrpedal. Ja, und das geht schon zügig vorwärts. 107 kW leistet der E-Motor. Der sitzt vorne drin, treibt die Vorderräder an. Sind umgerechnet 145 PS. Das reicht für die meisten Fahrsituationen völlig aus. Der Sprint auf 100 km/h ist laut Mazda in 9,7 Sekunden erledigt. Bei 140 km/h regelt die Elektronik ab. Wenn man hier so mit 50 über die Landstraße entlang zuckelt, da hat man Gelegenheit, diesen Innenraum sich noch mal näher anzuschauen. Was soll ich sagen? Das sieht richtig schick aus. Also mir persönlich gefällt das sehr gut. Und als ich die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich, das ist doch kein japanisches Auto, das ist doch kein Mazda. Der hat mich an Volvo erinnert, an ein skandinavisches Design. Und wenn man jetzt hier drin sitzt, oder wenn ich jetzt hier drin sitze, dann fällt mir eins auf, das ist auch in Natura sehr, sehr schön gemacht. Also man hat hier so eine Filzoberfläche, man hat hier so Korkeinlagen, finde ich schön gemacht. Und es gibt so ein Kunststoffleder, was sich sehr ledrig anfühlt, aber entsprechend aus diversen Kunststoffen gemacht ist. Für den Kork werden keine Bäume gefällt. Der Innenraum mit einem 7 und einem 8,8 Zoll großen Touchscreen soll nicht nur modern sein, sondern auch den Nachhaltigkeitsgedanken vertiefen. Sowohl das Kunstleder als auch die Türverkleidungen bestehen zum Teil aus recycelten Fasern. Wusstet ihr, dass Mazda vor 100 Jahren als Korkproduzent angefangen hat? Also mir war das noch nicht bewusst. So ein kleiner Fun-Fact, und ich finde es dann ganz nett, wenn man das dann quasi auch zum 100-jährigen Jubiläum in diesem Jahr entsprechend dann verbaut. Die My Mazda App liefert viele Informationen, unter anderem zur Reichweite und dem Ladezustand.
Außerdem erinnert sie ans Einstecken des Ladekabels und konditioniert die Klimaanlage vor. Was Mazda jetzt neu hat, ist hier auch so ein Touchscreen für die Bedienung der Klimaanlage. Das kennt man schon aus diversen Audi-Modellen. Mazda hat das jetzt auch. Also man kann hier dann über das Touch bedienen, wie die Temperatur sein soll oder die entsprechende Sitzheizung, Lenkradheizung und so weiter. Kann hier verschiedene Dinge einstellen. Was ich ganz interessant finde, bei Audi gibt es ein haptisches Feedback, wenn man hier drückt. Hier gibt es nur ein akustisches Feedback. Und im Gegensatz zu Audi gibt es sogar noch manuelle Tasten außen. Also so die Doppelbelegung des Ganzen. Die Japaner ergänzen die Notbremsfunktion um einen Kreuzungsassistenten, der Kollisionen beim Abbiegen vermeiden soll. Außerdem hält das SUV auch auf unmarkierter Fahrbahn eigenständig die Spur. Mazda spricht davon, dass sie für dieses E-Fahrzeug ein eigenes Soundkonzept entwickelt haben. Also sie orientieren sich daran, dass ein Mensch am Geräusch eines Baches sich ungefähr vorstellen kann, wie viel Wasser dort drin fließt. Und so haben sie es auch hier gemacht, dass sie sagen, man hat ein akustisches Feedback über so einen Soundgenerator, dass man merkt, wie schnell man fährt. Also wenn man hier einfach drauf tritt aufs Fahrpedal, dann wird es so ein Summen, so ein Surren, das dann generiert wird und einem ein akustisches Feedback geben soll, sodass man weiß, wie schnell man fährt. Ja, finde ich ganz okay gemacht. Ob man es unbedingt braucht, gibt ja noch einen Tacho, auf den man gucken kann. Dieser informiert auch über den Ladezustand des 35,5 Kilowattstunden Akkus. Mit 310 Kilo trägt er zum Gesamtgewicht von gut 1,7 Tonnen bei. Der Strom ist raus und muss wieder rein. Und da hat man beim MX30 zwei Möglichkeiten. Zum einen DC-Laden mit maximal 50 kW. Und da schafft man diese typische 80% Ladung in rund 30 bis 40 Minuten. Und AC-Laden geht auch. Und das mit maximal 6,6 Kilowatt Ladeleistung an einer 22 kW Wallbox. Und natürlich kann man ihn auch an der normalen Haushaltssteckdose aufladen. Und das kann natürlich für viele auch funktionieren, wenn man sagt, ich lade ihn einfach über Nacht ganz entspannt. Laut eigener Aussage verwendet Mazda bewusst einen recht kleinen Akku, um einen Kompromiss zwischen umweltschonender Herstellung und genügend Reichweite zu schließen. Gelingt das? Kommen wir mal zur Reichweite. Ja, Mazda gibt an, maximal 260, wenn man innerorts unterwegs ist, und ja, rund 200, ja, wenn man normal unterwegs ist. Und das schränkt dann den Radius doch arg ein, weil das ist unter guten Bedingungen die Reichweite. Wir reden hier von Sommer. Und wenn wir jetzt über Winter reden, ist es ja deutlich weniger. Kombiniert verbraucht der MX30 nach WLTP 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Nur 15 sind es beispielsweise beim genauso schweren Hyundai Kona Elektro. Dann kurzer Check, wie sieht's in Reihe 2 aus? Tür geht easy auf und wenn man einsteigt, merkt man schnell, oh, das ist ziemlich eng hier. Also, Sitz ist auf meine Körpergröße eingestellt. Ich bin 1,91 groß und ganz ehrlich, so möchte ich keine 5 Kilometer fahren. Das ist schon sehr eng. Es gibt hier einen Knopf, mit dem kann ich den Sitz hier vor mir entsprechend nochmal elektrisch verstellen. Kann man den Fahrer während der Fahrt ärgern. Nee, Quatsch, ist natürlich dazu da, zum besseren und bequemeren Einsteigen. Wenn man die Tür zumacht, fällt eins auf, das hier sind mehr so Gucklöcher. Also die wirklich guten Sitze sind im MX30 in Reihe 1. Reihe 2, nee, da fühle ich mich nicht wohl. Ab gut 32.000 Euro steht das E-SUV ab September beim Händler. Mit aktuellen Rabatten und Umweltbonus sinkt der Einstiegspreis auf 23.600 Euro. Was ist also das Fazit zum Mazda MX30? Ich finde ihn optisch sowohl außen als auch innen wirklich äußerst gelungen. Gefällt mir irrsinnig gut, trifft genau meinen Geschmack. Bei der Reichweite muss man halt schauen, ob das auf den eigenen persönlichen
Fahrgeschmack oder das eigene persönliche Fahrprofil passt. Mir wäre es vielleicht ein Hauch zu wenig. Und was ich sagen muss, die Energieeffizienz finde ich jetzt ausbaufähig.